Hallo, hier ist wieder der Martin. In dem letzten Video habe ich euch gezeigt, wie ihr euer BCD zusammenbauen könnt. Wie ihr seht, bin ich wieder im Garten, die Natur blüht. Wie man das BCD zusammenbauen kann, die ganze Ausrüstung. Und ich hatte ganz am Schluss, hatte ich erzählt, dass ich die Luft immer ablasse, weil ich nicht Druck auf den Schläuchen haben möchte. Ein weiterer Grund ist, warum ich das mache. Ich habe an meinem Atemregler habe ich einen Sender dran, damit mein Tauchcomputer immer weiß, wie viel Luft ich habe. Das ist hier der Sender. Und der wird aktiviert, wenn Druck drauf ist. Das heißt, wenn ihr euer BCD fertig macht und lasst da 200 Bar drauf und dann geht ihr erstmal noch mal aufs Klo und Kaffee trinken, was auch immer, dann geht hier die Batterie runter. Deswegen lasst immer die Luft ab von eurem System. Wichtig ist, bevor ihr das jetzt halt wieder jetzt aufdreht, guckt nach, dass das hier auch gerade ist, dass es jetzt hier nicht so schief ist, und guckt nach, ist hier alles okay, wie gesagt, nur mit zwei Fingern, fingerfest. Und dann könnt ihr das Ganze wieder aufschrauben. Auch hier mache ich halt wieder, damit ihr nicht hier Druck drauf knallt. So das Ganze und schraubt es dann auf. So, wie legen wir jetzt das Ganze an? Normalerweise ist es natürlich immer so, dass einem der Buddy hilft, der Buddy-Sport, aber es kann durchaus mal vorkommen, dass man zu dritt ist. Und dann sind natürlich zwei Leute beschäftigt und helfen sich gegenseitig anzuziehen. Man würde selber rumsitzen. Da kann man vielleicht auch schon mal anfangen, das BCD anzuziehen, wenn man entsprechend Kraft hat. Wenn ihr sagt, so, boah, das ist alles super schwer, ich habe da tonnenweise Blei drin und ich bin sehr klein und eher schwach, dann wartet, dann macht das keinen Sinn. Wartet auf einen Buddy. Wenn ihr sagt, nee, das kann ich gut handeln, dann könnt ihr es auch selber anlegen. Wichtig ist dafür, dass ihr die ganzen Schnallen hier aufmacht, und zwar maximal, dass es nicht noch ein bisschen zu ist, dann ist es einfacher. Und auch hier, dass es auf ist. Auch wichtig zu gucken, dass hier alles zu ist, die Schnallen, dass sie nicht offen sind, weil sonst wird es mit dem Anziehen schwierig. Und natürlich auch hier unten, also ob ihr das jetzt sehen könnt, dass natürlich hier der Bauchgurt auch offen ist, weil sonst wird es schwierig mit dem Anziehen. Als nächstes guckt, dass eure Atemregler nicht im Weg sind. Nicht, dass ihr, es kann gerne mal passieren, dass man einen Atemregler dann so hat und dann ist es auch ein bisschen unangenehm, den wieder rauszukriegen. Deswegen achtet da drauf. Und bevor ihr das anzieht und ihr habt vielleicht auch schon einen Tauchcomputer am Arm habt, dann dreht den Tauchcomputer auf die Innenseite vom Handgelenk. Ich mache das jetzt mal mit meinen, also ich habe jetzt natürlich hier das als Uhr dran, weil wenn ihr sonst hier in den Arm reinsteigt und ihr habt den Tauchcomputer hier dran, ihr bleibt hier immer hängen, das ist total nervig. Deswegen, so, kleiner Tipp, dreht ihn auf die Innenseite. So, aber wie legen wir das Ganze an? Das Beste ist, ihr stellt den erstmal so hoch wie möglich, also idealerweise so, dass ihr einfach so reinschlupfen könnt und könnt es anziehen. Die Möglichkeiten hat man nicht immer. Was ihr aber vielleicht habt, ist eine Tauchkiste. Jetzt mal hier eine von unseren Tauchkisten. Da kann man die so draufstellen. Machen wir den Stuhl beiseite. Ein bisschen mehr Platz. So, und da kann man die so draufstellen. Da sind wir schon mal eine ganze Ecke weiter oben. Und was ihr jetzt macht, macht das schön weit. Die Atemregler beiseite. Und geht mit einer Schulter rein und legt es jetzt so auf den Rücken und legt euch am besten dann schon so nach vorne. Ich gehe mal seitlich, dass ihr seht, dass es auf dem Rücken liegt. Das ist jetzt hier nicht so einfach, ist, ne? Dass es auf dem Rücken liegt. Und achtet dabei, dass ihr die unteren Rückenmuskeln ansteuert und anspannt. Dass ihr quasi, wie wenn ihr jetzt so Gewicht heben würdet, dass eure Rückenmuskeln angespannt sind, damit es möglichst rückenschonend ist. So, jetzt habt ihr das Gewicht hier so liegen und jetzt könnt ihr hier die Gurte festziehen, weil das ist natürlich jetzt hier viel zu locker. Wichtig ist, ihr zieht nicht so, sondern zieht am besten diese Lasche nach hinten und nach unten, also im Verhältnis zum BCD. So, mache ich hier auch nochmal. Und warum machen wir das? Damit es nicht so auf das Material geht, weil ansonsten zieht ihr gegen die Verriegelung der Schnalle. Und macht das letztendlich kaputt. So, was ihr auch noch machen könnt, das sitzt jetzt schon, ja, noch nicht ganz. Was ihr noch machen könnt, ist jetzt, ihr nehmt es hier und ich hüpfe jetzt hoch. Und dann, wenn es quasi in der Luft ist, ziehe ich nach unten. So, dadurch ist es jetzt auch fest, weil wenn ihr jetzt einfach so zieht, dann versucht ihr das gesamte Gewicht vom BCD hier über den Gurt zu ziehen. Das funktioniert nicht. Dann habt ihr jetzt hier noch den Bauchgurt. Bei vielen BCDs habt ihr da noch so ein Klettgurt. Dann haben wir jetzt hier noch den Brustgurt. Den machen wir am Schluss. Dann gucken wir, wo die Atemregler sind. Jawohl. Guckt, dass die Schläuche frei sind. Und den tun wir wieder hier hin.
Was ich jetzt mache, ist, ich mache meistens jetzt erst das Blei rein. Die Bleitaschen sind gerade leer. Ich mache das nicht vorher, je nachdem, wo ich tauche. Wenn ich im Roten Meer zum Beispiel bin, wo ich sehr viel Blei brauche, dann mache ich es mir noch schwerer, weil ich das ganze Blei ja noch hochheben muss. Das ist natürlich jetzt einfacher, das Blei reinzumachen. Wichtig ist, wenn ihr die Bleitaschen reinmacht, dass das BCD möglichst leer ist. Wenn das voll aufgeblasen ist, macht ihr euch super viel Arbeit, hier die Bleitaschen reinzumachen. Was ich jetzt mal mache, bevor ich zum Bodycheck übergehe, dann zu meinen Buddies einen Bodycheck mache, ich blase das BCD auf. Dann habe ich das nämlich auch schon mal getestet, dass es funktioniert. Habe jetzt nochmal, bis ich rübergehe, hier nochmal so einen kleinen Dichttest. Und wenn wir dann gleich beim Bodycheck prüfen, ob hier alles funktioniert, brauche ich nicht so viel Luft aus meiner Flasche über den Inflator reinzulassen. Und das ist im Prinzip schon alles. So ziehe ich mein BCD an. So, jetzt kommen wir zum zweiten Teil vom Anlegen des BCDs, nämlich wie man das eigentlich richtig macht, wenn man Buddy hat, und gibt es an, nicht so wie ich es eben gemacht habe, bis ich es allein anziehe. Jetzt im Video habe ich die Claudia dabei, ist meine Freundin. Hello. Ist auch immer mein liebster Buddy, ist auch immer dabei. Und deswegen machen wir das jetzt zusammen. Wir haben jetzt hier das Maris Keiler von ihr. Und das gebe ich ihr jetzt an. Ich habe vorher alle Schnallen aufgemacht, dass sie das gut reinkommt. Achte natürlich jetzt auch drauf, dass es die Atemregler beiseite sind. Gebe ihr das jetzt so an. Sie beugt sich nach vorne. Moment. Beugt sich nach vorne. Ich habe das Gewicht der Flasche hier und kontrolliere auch, dass es nicht runterfällt. Und sie zieht jetzt die Brustgurte so zu, wie ich es eben auch gezeigt habe. Wir können ein bisschen so drehen, dass man es vielleicht besser sieht. Beugt sich nach vorne. Und einmal nach hinten. Ja. So, nach hinten. Und dann legt sie den Kummerbund um, den Klett quasi. Jawohl. So, gib mir ihr OK-Zeichen und weiß, ich kann hinten loslassen. So. Brustgurt ist auch zu. Noch nicht, den Brustgurt noch zu. Und ich muss hier noch nachjustieren. Gut, wenn du noch nachjustieren musst, dann ist auch da das gleiche, kurz hochhüpfen. Wunderbar. Jetzt in dem Fall seht ihr, dass hier so ein Schlauch rumbampelt, nicht wundern. Hier in Deutschland tauchen wir meistens im Trocki und das ist jetzt hier der Schlauch für den Trocki. Ich wollte jetzt aber nicht unsere Trockis anziehen, das ist zu warm. Nicht? Nicht, nein. So, wenn du das gemacht hast, dann ist quasi, dann gebe ich jetzt hier noch den Hauptplattenregler und dann haben wir hier noch den Octopus. Die kommen wir wieder hier in die Tasche rein, wie die in dem anderen Video gezeigt. Und das war's schon. So einfach zieht man BCD an. Ich hoffe, das hat euch geholfen. Wie immer gilt auch hier, das haben wir alles uns selbst gekauft. Unser eigener Kram haben wir, wir sind ja nicht gesponsert. Und vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt. Es zieht sich immer der zuerst das BCD an, der mehr Kraft hat, weil es wird jetzt keinen Sinn machen, dass der Schwächere zuerst das Gewicht auf dem Rücken hat und dann dem anderen hilft, das anzuziehen. Also bei mir ist mal Bad Luck, ich bin da immer der Erste bei uns beiden. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Im nächsten Video zeigen wir euch, wie man den Bodycheck macht. Habt einen schönen Tag und Happy Diving!